Was ist unser Ausgangspunkt, um das Rangreihenverfahren, also das analytische Verfahren der Arbeitsbewertung, kennenzulernen? Wir haben als Ausgangspunkt, Punkt A in Ihren Unterlagen, mehrere Arbeitsplätze. Die heißen Außenmontage, Stahlkonstruktion, LKW, Fahren im Straßenverkehr, Maschinenschlosser arbeiten, Anstreicher arbeiten und Straße kehren. Also 5 Arbeitsplätze. Zunächst einmal wird der Arbeitsplatz auch hier mit einem Begriff bezeichnet. Wir haben noch nicht differenziert, das kommt jetzt. Jetzt kommen Bewertungskriterien und Sie erkennen unschwer, man hat sich hier am REFA-Schema orientiert. Ja, das, was wir gerade vorher besprochen haben, also die Unterscheidung in diese 6 Anforderungsarten, Kenntnisse, Geschicklichkeit, Verantwortung, geistige Belastung, muskelmäßige Belastung und Umgebungseinflüsse. Und jetzt kommt der erste Kunstgriff, nämlich eine Skala wird eingeführt. Das beantwortet schon mal einen Teil Ihrer Frage, die Sie gerade gestellt haben. Eine Skala wird eingeführt und zwar von 0 bis 100%. Ja, das brauchen wir gleich, wenn wir das Verfahren nun anwenden. Schauen wir, wie es weitergeht. Das sind die Punkte A bis C. Jetzt kommt der Punkt D. Und der Punkt D ist jetzt wichtig. Wichtig ist der Satz bezogen auf ein Kriterium. Das heißt, wir nehmen jetzt die Kriterien, die wir gerade unter Punkt C hatten, und ordnen die Arbeitsplätze bezogen auf dieses eine Kriterium ein. Also, wenn wir das Kriterium nehmen, Kenntnisse, dann geben wir der Außenmontage Stahlkonstruktion für das Kriterium Kenntnisse auf einer Skala von 0 bis 100% 76% oder 75%. Ja? Entsprechend 60% für das LKW-Fach, 45% für Maschinenschlossarbeiten und so weiter. Also Einstufung der Arbeitsplätze bezogen auf die einzelnen Kriterien. Darunter eine Tabelle, das gleiche Spiel noch einmal, aber für ein anderes Kriterium, nämlich das Kriterium Geschicklichkeit. Ja? Und dementsprechend machen wir das, das habe ich mir jetzt erspart, das für alle 6 Kriterien durchzuziehen, weil das Schema jetzt klar ist, machen wir das für alle 6 Kriterien. Und dann, Punkt E in Ihren Unterlagen, werden wir die einzelnen Anforderungsarten noch gewichten. Das ist ein Gedanke, den wir aus dem Scoring-Modell kennen. Und wenn Sie sich daran noch mehr erinnern, habe ich Ihnen das Scoring-Modell vorgestellt und gesagt, achten Sie drauf, hier gibt es verschiedene Synonyme und dieses Verfahren kommt immer wieder in den BWL. Das ist ein ganz zentrales Verfahren. Und eines der Synonyme, schauen Sie in den Unterlagen nach, ist das gewichtete Rangreihenverfahren. Das ist ein Scoring-Modell, nichts anderes. Ja, dementsprechend haben wir hier Gewichtungsfaktoren eingeführt. Wenn wir nachher in die Kritik kommen, können wir natürlich schon wieder sagen, diese Gewichtungsfaktoren sind subjektiv. Na, aber da sind wir ja noch nicht. Wir sind dabei, erstmal das Verfahren zu verstehen. Also der Punkt E sind die Gewichtungsfaktoren. Und dann können wir schon zum Ergebnis kommen. Tabelle F, das Endergebnis. Für einen Arbeitsplatz, hier müssen natürlich jetzt auch wieder alle Arbeitsplätze, das habe ich mir erspart, ich will das Prinzip klar machen. Wir nehmen also die Anstreicherarbeiten, wir haben in der ersten Spalte der Tabelle die Anforderungsart. Wir haben den REFA-Rangplatz, den die Anstreicherarbeiten bei diesem Kriterium belegt haben. Na, denken Sie an Punkt C von gerade. Wir haben den Gewichtungsfaktor. Wir multiplizieren den Rangplatz in Prozent mit dem Gewichtungsfaktor und addieren auf, wie wir das vom Scoring-Modell kennen. Das ist das Verfahren, das ist das Prinzip. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.